Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Minecraft The Village mit dem Krümel Chris. Hi. Ja, nachdem du mir ja letztes Mal den Nether so toll erklärt hast, machen wir jetzt was hier für die allgemeine Volksbelustigung. Wir bauen an dem Partyraum ein bisschen. Ja, wir haben ja jetzt schon hier so ein bisschen angefangen. Es gibt schon so einen Teil vom Boden und die Wände, die so ein bisschen die Idee davon liefern sollen, wie das so aussehen soll. Und während die liebe Damakas sich um das Design des Dancefloors jetzt gewissermaßen kümmert, kümmere ich mich so ein bisschen um eine adäquate Beleuchtung. Ja. Das ist so schön, ne? Ich mag das bei Minecraft einfach so sehr, weißt du, jeder kann irgendwie, jeder kann so das machen, worauf er Bock hat und man kann trotzdem zusammen spielen. Das geht bei sonst echt keinem Spiel, ne, eigentlich. Also so, in dem Ausmaß. Ne, da kannst du auch mit irgendwelchen seltsamen Fähigkeiten kannst du auch immer noch irgendwas Sinnvolles machen. Wenn du jetzt halt gerne irgendwelche Techniksachen austüftelst, bist du dabei. Wenn du sagst, ich möchte, dass das alles schön und natürlich aussieht, kannst du auch was finden. Also. Ja, das ist echt, ich finde das einfach echt toll. Ja, da ist dann, werde ich von außen mal gucken gehen. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt hier jemand findet. Ich glaube, so viele Leute wissen gar nicht, dass hier sowas entstehen soll. Da muss man dafür sorgen. Muss man einfach mal hier eine Party veranstalten, dann finden das die Leute auch. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, viele wissen das echt nicht. Dadurch, das ist ja auch dass nicht, wir jetzt nicht ja auch so schlimm. Viel Zuwachs haben, na, da wissen das ja erst recht nicht, weil du kannst ja unmöglich immer alles gesehen haben. Das funktioniert einfach nicht. Nee. Es gibt wahrscheinlich auch noch für mich so viel hier auf dem Server. Ich habe zum Beispiel noch nicht, Ivers, der hat sich doch irgendwie so ein bisschen abgegrenzt gehabt mal eine Zeit lang und hat da doch so irgendwie sein eigenes kleines Dorf aufgebaut, das Village im Village sozusagen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo das ist. Also das, ja. Ja. Ich weiß es auch nicht, ich habe es bisher auch noch nicht gefunden. Ja, wenn das jetzt hier der letzte Diorit ist, dann kann ich mal gleich noch Diorit sammeln gehen. Ich habe noch welchen. Okay. Ich habe jetzt noch 22, mal gucken. Weit ich habe noch einen Stack komme. Und ein. Okay. Ach ja, so. So, ich versuche gerade noch Raum zu schaffen für einen Pulsor gewissermaßen. Also eigentlich eine Uhr mit einem kurzen Puls, die halt dann hoffentlich die Lampen beleuchtet. Müssen wir gleich mal testen, ob das alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sonst, wenn ich ganz verrückt bin, überlege ich mir vielleicht offscreen mal, wie man was Zufälliges machen kann. Man kann halt mit so ein paar Eigenschaften von Minecraft, also vor allem so Wachstum zum Beispiel, ist ja in Minecraft zufällig. Da kann man halt wirklich, könnte man quasi einen Schaltkreis bauen, der ein zufälliges Signal aussendet, sodass dann die Lichter zufällig an- und ausgehen. Müssen wir auch mal gucken, was für ein Aufwand und was für eine spaßige Sache das ist. Ja, ja. So. Oh, nee. Ah, nein. Jetzt aber. Tag. Bald bist du mit deinen Karten in deinem Haus. Ich habe länger nicht mehr geschaut. Ich habe gesehen, dass die Karte jetzt umgesetzt worden ist in der Innenstadt. Also, dass die... Ja, und die wurde noch ein bisschen breiter gemacht. Die ist jetzt, glaube ich, 5 breit und 4 hoch. Also, jeweils Einzelkarten, das sieht man gar nicht mehr. Man denkt, das ist eine riesige Karte, weil der Übergang halt relativ nahtlos ist. So
cool, ne? Also das ist, Also haben die sie schon Dorfkarte echt ist soweit irgendwie. erstmal gut. Ich aktualisiere die immer mindestens einmal die Woche, dass da auch neue Sachen auftauchen. Ja, das muss ja gerade bei den vielen Leuten, die da einfach hier aktiv sind, ne, da muss ja regelmäßig aktualisiert werden, sonst fehlen Ja. deren Gebäude und Häuser und so. Ich sage ja, ich bin auch irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, wer jetzt wo wohnt oder auch nicht oder. Ja, und bei der größeren, da ist jetzt drei Viertel von fertig. Die vierte Karte ist schon da, aber da muss ich noch ein paar Folgen ablaufen und um das halt da alles aufzunehmen und so. Also, das kommt demnächst, Trademark. Okay. Okay, ich habe einen wild blinkenden Redstone-Kreis drin, aber die Lampen interessiert es überhaupt nicht. Ach, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Toll, wenn das fertig ist. Ich bin fest überzeugt, das wird total super. Jetzt blinken sie auf jeden Fall, Co. Ja. Vielleicht kriege ich noch einen kleinen Zeitunterschied drin, dass sie so nicht gleichzeitig blinken, sondern Ach so, nacheinander. sondern so versetzt, ja. Gucken, wie will ich das denn hier überhaupt haben? Bam. So. Was hat doch schon was, wenn ich jetzt noch vier weitere Lampen irgendwo hinstelle, dann. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch cool. Ja. Rauskommen muss man hier ja nicht. Du brauchst den Gang für deine Schaltung halt, ne? Also ich kann den vorne ruhig zumachen. Was meinst du? Ach da, Den hier, Gang, nee, das ja, kannst du den kann das, ich da kannst du vorne ja das ruhig von der einen Seite dicht zumachen. Ich tackern, habe ne? hier Genau. hinten. Da, wo schon der andere Eingang für den Technikraum ist, da habe ich mir schon eine Tür angedacht. Okay, dann kann ich das nämlich hier dicht klatschen. Sehr gut. Zack. Ah, das ist total cool mit den Lampen. Ich finde es gut. So, die Decke. Dann muss ich da mal gucken. Jetzt mache ich mal die Wand noch. Also, ach so, hast du hier jetzt. Muss die Wand ja noch eintauschen, ne, gegen Diorit. Ja, wenn du Das noch geht, Diorit ja, hast, ich kannst du das sehe gerne schon. machen. Von Okay. der Wand kannst du alles abnehmen. Ja, alles klar. Ja, ich wollte nur gucken, nicht, dass ich dir da irgendwas kaputt mache, weißt. Cool. Ich glaube ja, Minecraft mir tatsächlich auch so viel Spaß macht, weil das irgendwie sowas ist wie, du siehst dann, wenn du irgendwie, weiß nicht, 2 Stunden gespielt hast, siehst du, was du getan hast. Weißt, also bekloppt hört sich das an, ne? Aber. Ich glaube, dass das Meinst einer der du Gründe siehst die ist. Früchte deiner Arbeit? Ja, genau. Weißt, man sieht so einfach, man hat da, ja, was man gespielt hat, sieht man halt. Ne? Finde ich echt ganz cool.
cool. Was halt nachher so ein Ergebnis, was nicht ist, ja, ich habe heute 5 Stufen geschafft. Ja, genau. Deswegen ist auch, glaube ich, mein Mann, der hat mal in der Werft gearbeitet, hier Brandwerft, ne? Die gibt es ja jetzt auch schon sehr lange nicht mehr. Und es war echt ein Knochenjob, also richtiger Knochenjob, ne? Und der hat da aber Spaß dran gehabt, weil als das Schiff dann, weißt du, zu Wasser gelassen wurde, war das so, guck mal, ich habe ein Schiff gebaut. Weißt du, das ist halt was anderes als im Büro E-Mails zu schreiben oder so. Ja. Boah, wenn jedem, wenn einem Spaß macht, klar. Ja. Bin mal gespannt, wenn meine Tochter jetzt dann das Arbeiten anfängt dieses Jahr. Wie ihr das dann gefällt. Was will sie denn arbeiten? Also sie fängt eine Ausbildung an zur Kranken- und Gesundheitspfleger, heißt das jetzt. Krankenschwester halt, ne? Gibt's Ja, nach das darf man aber Erlangen. so nicht nennen, das ist ja politisch inkorrekt. Also das geht mich ja, also das macht mich ja fertig, ne? Dieses Laufen politisch korrekt sein müssen. Mein Gott, das sind halt Krankenschwestern. Fertig. Da fängt sie jetzt an, also geht sie nach Erlangen, sie zieht doch aus, ergo, dieses Jahr. Oh, ich muss auch demnächst umziehen. Echt? Okay. Ja, ich bin ja im nächsten Monat, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, kein Student mehr und dann kann ich Ja. schlecht in einer Studentenwohnwerksbude wohnen. Ah ja, klar, natürlich, ja. Dann steht Umzug an. Das ist wohl wahr, ja. Obwohl, das haben die hier, da wo Milena da ihre Ausbildung anfängt. Also sie fängt ja im Bezirkskrankenhaus an, ne? Also. Und da heißt das schlicht und ergreifend Mitarbeiterwohnheim. Weißt? Und das, da wohnen auch welche, die da ganz normal halt arbeiten. Nicht nur Azubis, sondern halt so generell. Hast du denn schon was, wo du hinziehst oder suchst du noch? Nö, ich hab schon was. Von jemandem, mit dem ich auch zusammen studiert habe und der jetzt auch promoviert, bei dem wurde spontan ein Zimmer frei, weil sein Mitbewohner mit seiner Freundin zusammenziehen wollte. Und da habe ich gesagt, ja, passt ungefähr von der Zeit. Okay, ja, das ist doch. Ich muss ja mal sagen, das automatische Lagersortiersystem ist ja toll, aber jetzt habe ich eben Steine in den automatischen Ofen geschmissen. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt mein Ergebnis hin ist. Ach so, entweder wird es irgendwie einsortiert oder du musst den einen Schalter umlegen, dann landet es in der Kiste links, wenn du vor den Dingern stehst, links. Aber du kannst auch bei mir im Haus oben auf dem Dachboden in den Öfen, da habe ich auch Stein gebrannt. Das kannst du dir notfalls auch rausholen. Ja, ich hab's, glaube ich, gerade gefunden. Wer hat eigentlich hier an diesem Laub was geändert? Das teilweise bei dem Schriftzug ist da so komisch, ist da anderes Laub als das, was wir da Keine hatten. Ahnung, das weiß ich nicht. Vielleicht ist irgendjemandem da irgendwas kaputt gegangen oder so, das kann ja sein, weißt. Wäre ja möglich. Ich bin Kann mal ja, passieren. ich bin ja sowieso sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das so eine große Gruppe ist, funktioniert das hier auf dem Server ganz gut, ne? Also skeptisch, ne? Aber das funktioniert doch ganz gut so. Ganz cool. Dann funktioniert in anderen Spielen dann nicht so toll. Nicht. Kannst du mal aus dieser Wollschicht da die Wolle rausnehmen, wo das symmetrisch oft auf der anderen Seite zu den Lampen ist, die da schon sind? Aber selbstredend, Augenblick. Ach so, da sind eins, zwei. Alle zwei könnte man das machen, oder? Obwohl würdest du das, guck mal, weil hier ist jetzt halt eins frei, ne? Also es sind eins, zwei und dann, Dann müsste der nächste ja theoretisch hier hin. Oder würdest du den trotzdem erst daneben setzen, hier? Ich glaube, da würde es besser passen, wenn das dann erst ein weiteres, dann hätte man zwei bis zum Hier, nächsten und dann ne? nochmal wieder zwei bis zum Rand. Also hier, ne? Finde ich auch. Ja. Yeah.
Okay, hoch. So. Das heißt, dann bleibst du erstmal noch so WG-technisch wohnen. Jo, ich habe ja keine besonderen Gründe, warum ich das lassen sollte. Ja. Komisch, so in Deutschland ist das gar nicht so verbreitet, ne? Also in den Staaten gibt es das mehr, dass da Leute so in Wohngemeinschaften einfach zusammen wohnen. Auch wenn sie nicht mehr in irgendwelchen Ausbildungen stecken. Das ist in Deutschland gar nicht so viel, habe ich so den Eindruck. Ja, damit verbunden hat man immer so dieses Sozialstigma, das so, warum hast du noch keine Familie? Wie kannst du nicht in dem Alter, kannst du nicht mit irgendwelchen Leuten als Junggesellen zusammen wohnen? Was bist du denn? Echt, ja, das kann natürlich sein, ja, das ist möglich. Da habe ich mir, weiß ich mal, über sowas überhaupt nicht im Kopf, weil eine WG ist ja eigentlich, weißt du, also ich finde es cooler, weil es einfach netter ist, ne? Wenn du mit den richtigen Leuten, na, das ist natürlich immer vorausgesetzt, ne? Zusammen wohnst. Zum einen ist das wirtschaftlich besser. Zum anderen ist es auch irgendwie so ein bisschen netter, finde ich. Hätte mir ja Ja. gewünscht, dass meine Tochter sich, weißt du, die hätten, also sie konnte aussuchen, ob sie eine Wohnung nehmen möchte oder ein Zimmer, ne? Also die haben Wohnung und Zimmer da. Ich hätte es ganz cool gefunden, sie hätten Zimmer genommen. Obwohl sie dann sich hätte Küche und so noch mit einer Person teilen müssen. Also mir hätte das gefallen, aber sie wollte halt lieber eine Wohnung, weil wenn ihr Freund dann kommt, ist es und so und ja. Dann wird's schnell kompliziert. Das ging doch auch, also als ich habe ja nun auch in einer WG gewohnt und da ging das auch, wenn Kerle dann da waren. Mein Gott, das ist doch. Ich finde das ganz cool, weil ich finde, das ist ja für die soziale Kompetenz auf alle Fälle förderlich, so zu wohnen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das gefällt mir doch schon mal ganz gut hier. Ich mache jetzt hier erstmal meinen Zugang dicht. Ach, ich bin ein Idiot. Ich nur, weißt du, das wird mir nur, gerade das Wort wird mir nicht einfallen, wenn ich an dich denke, aber macht ja nichts. Ich hab die Höhe wieder vermasselt. Ich komme raus aus dieser Ur-Minecraft-Zeit, wo man auch Leitungen direkt hinter Objekten langlegen konnte und das dann da Energie bekommen hat. Das ist aber heutzutage nicht mehr so. Aber ich vergesse das immer mal wieder gerne. Dann So. wundere mich nachher, warum Sachen nicht funktionieren. Dachte ich doch, ach, früher hat das doch auch funktioniert. Früher war alles besser, wird ja gemeinhin so behauptet. Ne, ich behaupte das Gegenteil. Jetzt echt mal vorsichtig gucken, nicht, dass ich hier irgendwas kaputt mache. So, ist das jetzt hier Disco-Fieber? Warte, ich guck gleich Warte mal, irgendwas ist Disco-Fieber. kaputt da hinten. Hinten geht nichts. Aber so ist schon mal Disco-Fieber auf jeden Fall. Soweit ich das noch beurteilen kann, ist schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal in der Disco gewesen bin. Ich bin aber, glaube ich, auch nie ein wirklicher Disco-Gänger gewesen. Du? Nee. Hab das auch irgendwie nie. Also, ich meine, natürlich war man mal in der Disco, klar. Also, das schon, ne? So, aber so der typische Disco-Gänger bin ich irgendwie nie gewesen. Nö. Gab's in Oldenburg auch nie was Gescheites, muss ich dazu sagen. Nicht? Nee, als ich jung war, nicht. Das Metro gab's halt, ne? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ja. Und das Amadeus gab's. Das gibt's auch immer noch. Da war man dann halt. Und im Sun-Ups. Und das gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Das gab's schon nicht mehr, als wir da weggezogen sind. Ja, und das war's eigentlich. Und ansonsten musste man halt immer fahren. Und das war
Früher nicht so wie heute, dass da irgendein Jugendlicher immer ein Auto hatte. Also von meinen Kumpels und Kumpelinen hatte eigentlich nie irgendjemand immer ein Auto. Das stimmt. Heutzutage, sobald die 18 werden, oh, schnell Führerschein und Mama, ich brauche ein Auto. Ja, ne? Also das ist, und das war, früher war das nicht so. Also ich hatte einen Kumpel, der hatte ein Auto, aber der hat halt auch schon gearbeitet, ne? Das ist dann, der hat halt ein Auto gehabt, weil er gearbeitet hat. Aber so, er ist mal Mofa gefahren oder Fahrrad. Das ging schon irgendwie. Da kommt man dann halt nur nicht irgendwie. Wo ist denn das? Wo denn? Da ist doch da die eine Disco. Ach Gott. Irgendwo weiter an der Küste gewesen. Weiter oben in Ostfriesland. Da ist man so selten mal hingekommen. Weißt also. Und deswegen war ich irgendwie nie. So, jetzt klappt's auch mit den anderen Lichtern sehr schön. Ich muss jetzt mal aber noch. Ich glaube, mir fehlt eine Handvoll Diorit. Guck mal, da unten ist doch eine Höhle. Hat sich mir was raus. Und ich würde mich auch für diese Folge tatsächlich verabschieden schon. Guck mal, ist schon wieder 21 Minuten rum. Dann fehlt uns noch So eine schnell geht Theke. das. Ja, unglaublich, unglaublich. Aber im nächsten Part dann basteln wir weiter. Bis dahin, Ja. ja, wünsche ich eine schöne Zeit und so und sag ciao, ciao. Ciao.